Styling-Hacks sind übrigens auch was für Männer. Logisch, jeder von uns will gut aussehen, jeder von uns möchte, dass die Kleidung perfekt sitzt. Und damit es auch gut klappt, gibt es heute ein paar passende Styling-Hacks, damit eure Kleidung als auch ihr immer on point aussieht. Und falls ihr jemanden kennt, der einen dieser Styling-Hacks dringend benötigt, teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Starten wir mit dem ersten Styling-Hack. Und diesen Styling-Hack sollte wirklich jeder Mann kennen, der irgendwie mal einen Anzug trägt. Egal, ob du jetzt Rechtsanwalt bist, Versicherungskaufmann, Banker oder einfach in der Freizeit mal öfter einen Anzug trägst. Der Name ist Magic Button. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was zur Hölle ist denn der Magic Button? Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf und dieser kleine Silikonknopf, der löst direkt mehrere Probleme gleichzeitig. Beispiel, die Krawatte sitzt schief oder sitzt einfach nicht so, wie sie sitzen sollte. Da kommt der Magic Button ins Spiel. Mit dem Magic Button kannst du die Krawatte einfach fixieren und sitzt immer on point. Oder anderes Beispiel, das blöde Einstecktuch hier rutscht immer wieder nach unten. Für den Magic Button, kein Problem, einfach fixieren und das Einstecktuch rutscht nicht wieder runter. Oder du kannst den Magic Button auch als versteckten Knopf verwenden, zum Beispiel zum Fixieren deines Kragens oder zum Beispiel an deiner Knopfleiste. Du merkst, der Magic Button ist ein multifunktionaler Problemlöser und gerade wenn du einen Anzug trägst, auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Also nicht lange fackeln, den Magic Button kannst du unten hier in der Infobox bestellen und alle anderen Styling-Hacks verlinke ich dir logischerweise auch unten in der Box. Du hast keinen Bock, dein Hemd zu bügeln? Das kenne ich irgendwoher. Und bevor du dir einen abbrichst mit dem Bügeleisen und versuchst, dein Hemd irgendwie vernünftig zu bügeln, probier doch einfach mal einen Steamer aus. Und das ist super einfach. Du hängst einfach dein Hemd irgendwo auf, nimmst einen Steamer, lässt den kurz aufwärmen und dann gehst du einfach mit dem Steamer ganz vorsichtig am Hemd entlang und nach wenigen Minuten ist das Hemd knitterfrei. Funktioniert wirklich hervorragend und das Gute an so einem Steamer ist, den kannst du auch perfekt einpacken, wenn du zum Beispiel auf Reisen bist und da ein knitterfreies Hemd haben möchtest, kannst du ihn ganz easy mitnehmen. Du hast weiße Sneaker, ich habe weiße Sneaker und wir beide wollen doch, dass unsere weißen Sneaker immer fresh und auch schön weiß aussehen, oder? Und aus dem Grund greife ich auch immer, bevor ich aus dem Haus gehe, zu feuchten Tüchern, so feuchte Allzwecktücher und mache damit einfach erstmal nochmal meine weißen Sneaker schön sauber, damit die auch wirklich aussehen, als wären sie niegelnagelneu. Und das funktioniert wirklich einwandfrei. Und wenn die Sneaker mal zu doll dreckig sind, dann kannst du einen Zauberschwamm verwenden. Den Zauberschwamm einfach in so ein bisschen Wasser eintunken und dann mit dem Zauberschwamm die Sneaker reinigen. Das funktioniert ebenfalls einwandfrei, gerade dann, wenn die Sneaker einfach ein bisschen dreckiger sind. Wer kennt das nicht? Der Lieblingspulli wurde so oft getragen oder die Lieblingsjogginghose, dass sie einfach so ein bisschen fusselt. Beziehungsweise in anderen Worten gesagt, die Kleidung pillt ein wenig. Und damit die Kleidung anschließend wieder wie neu aussieht, empfehle ich dir einfach mal, so einen Fusselrasierer auszuprobieren. Damit kannst du ganz leicht über die Kleidung rasieren und dann sieht die Kleidung anschließend komplett wieder wie neu aus. Das hat so einige Kleidungsstücke bei mir gerettet und so ein Fusselrasierer kostet nicht viel, kannst du bei Amazon bestellen oder im Drogeriemarkt. Und falls du mal keinen Fusselrasierer zur Seite hast, kannst du auch einen Einwegrasierer nehmen. Da aber auf jeden Fall aufpassen, denn ansonsten läufst du schnell Gefahr, dass du dir auch so ein kleines Loch in die Kleidung reinrasierst. Also besser den Fusselrasierer benutzen und wenn es gar nicht geht, ganz vorsichtig einen Einwegrasierer. Und last but not least, Leute, der Styling-Hack, den eigentlich jeder Mensch benutzen sollte, wenn er schwarze Kleidung trägt. Also bevor ich schwarze Kleidung trage, benutze ich diesen Styling-Hack immer und zwar eine Fusselrolle. Gibt es in diversen Größen, ebenfalls im Drogeriemarkt erhältlich. Und gerade wenn man schwarze Kleidung trägt, fällt das halt relativ schnell auf, wenn irgendwelche Fussel auf der Kleidung liegen. Deshalb einfach ganz entspannt mit der Fusselrolle drüber gehen über die Kleidung und schon sind die Fussel weg. Falls du mal keine Fusselrolle zur Seite hast, kannst du einfach ein bisschen Klebeband nehmen, das Klebeband um deine Finger rollen und dann einfach deine Kleidung abtupfen. So kriegst du die Fussel auch von deiner Kleidung weg, also wenn es mal wirklich schwierige Zeiten gibt. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen dieser Styling-Hacks ihr persönlich schon verwendet habt. Ich bin sehr gespannt und teilt das Video auch liebend gerne mit den Leuten, von denen ihr denkt, dass sie diese Styling-Hacks auf jeden Fall benötigen würden. Ich wünsche euch auf diesem Wege ganz viel Spaß mit den Styling-Hacks. Probiert sie aus, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.